Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Wir schauen uns als erstes den Weg hier nach oben an. Wir stellen fest, dass mal wieder so Erdenbaumwächter am Start sind. Da kommt her, ihr. So nerviges Getier. Ich weiß jetzt nicht, wie anfällig der wirklich für Gift ist. Scharlachfäule tun wir uns in dem Fall nicht an.
Komm her. Das ist kein Fenster, wo man angreifen sollte. Verflucht. Tschüss, lieber Helfer. Der stinkende Avatar. Nochmal der Angriff. Unbedingt, bitte. Ich will nicht jetzt noch sterben. Denkst du mir schon, der macht schon sehr viel Schaden. Ist halt schwierig, dass er einen trifft. Da, jetzt bist du aber tot, gell?
einen Gegner zu Fall gebracht. Sprungene Steinstachelträne. Verhärtete Opalträne. Ah, Arzneigemisch. Erhöht alle Resistenzen, erleichtert es Angriffen, die Haltung des Gegners zu brechen. Okay. Da, und gehen wir nur kurz zum Leveln. Ganz bewusst hier drüben. Aber das ist ärgerlich, gerade mit dem. ...144.000 haben wir. Ach, die... Oh. Die levelt mit Stärke genauso wie mit Geschick. Ah ja, egal. Sollte man doch mal wieder ein paar Punkte wenigstens in Stärke tun, bis 30 vielleicht oder so. Ich glaube, Leben ist jetzt erstmal ganz gut. Also, wir sind zwar hier immer noch über One-Hit bei großen Gegnern, aber... Was ist hier oben? Okay, das haben wir nur einfach nicht gesehen. Ganz viele davon. Nö, ich habe gar keine Lust, mich mit euch anzulegen. Ja, Arznei ist auch was, was wir so gar nicht benutzen, ne? Mal wieder so ein Feld. Da ist eine Brücke. Und hier ist ein Grab. Wollen wir die paar Runen mitnehmen? Schadet ja nie. Da, der Weg führt der Weg unten lang an den Bären vorbei.
Auch nur so ein ganz normaler Mini-Drache. Oder? Stand wohl mittendrin. Okay. Dark Souls Flashbacks. Ja, weiß jetzt gar nicht, welches Leuchtfeuer dran näher ist. Einmal probieren wir gleich noch. Na, normalerweise daran wollte man immer möglichst nah am Fuß bleiben. Aber da gab es halt auch noch keine Pferde, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, dass das eine sinnvolle Taktik ist. Keine Ahnung. Mein Mitstreiter ist schon gestorben. Willst du nicht Feuer spucken?
Da, komm, 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 umdrehen, Feuer spucken, das ist mir eigentlich gerade das Liebste. Sehr gut. Noch ein Drachenherz. Nice. Schwacher Feind, schreiben die. Da, schau mal. Was haben wir denn eigentlich so bekommen? Ich hab gar nicht geguckt. Wieder ein paar Sachen. Geht's dazu noch ein bisschen aufgeschickt, weil im Moment levelt das Ganze damit ein bisschen mehr. Wieder ein Dunkelschmiedestein 9. Ah, ein Dunkelschmiedestein 7. Unerwartet das. Oh, Drusus. Da noch mehr von euch. Achtung. Ufer.
Gut ist voraus. Hübner voraus, okay. Ja, kann ja sein, weil man weiß es bei From Software immer nicht, ob das Absicht ist. Soll ich da irgendwo runterspringen? Bringt mir das was? Ja? Nein? Vielleicht? Hm. Wofür kann ich mich hier überall mit den witzlosen Gegnern da plagen? Das muss ja irgendeine Berechtigung hier haben. Upp. Okay, bis auf die Giftspucker habe ich da jetzt aber nichts gesehen. Hier ist die bisschen einfachere Brücke, wie mir scheint. Und da ist der Turm noch. Ah, das ist wieder so eine Magier-Festungsdings. Okay, das wäre hier der Hochweg gewesen. Ich dachte mir schon, warum da gar kein Gegner ist. Aber das erklärt so ein bisschen. Aber wie es weitergeht, sehen wir erst im nächsten Part von Let's Play Elden Ring. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.